Hallo, liebe Zuschauer und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen. Heute geht es um die Kirchhoffschen Knoten und Maschenregeln, wie hier oben schon steht. Ja, was heißt das? Fangen wir mal an mit der Knotenregel. Wir haben einen solchen Knoten, an den verschiedene Leitungen angeschlossen sind. So. Und dieser Knoten ist unendlich klein. Kann also nichts speichern, keine insbesondere Ladungsspeicherung. So, und dann können wir hier einzelne Ströme annehmen, die alle in meinem Fall in den Knoten reinlaufen. Die nummerieren wir durch. I2, I3, I4 und I5. Na, und letztlich heißt es doch wohl hier, dass wenn hier auf dem Wege viel Strom zufließt, na, da muss irgendwo auch Strom wieder rausfließen. Nicht? Nur so, in dem Sinne kann das passieren. Das heißt, in diesem Beispiel wären zum Beispiel I3 und I4 gegenüber der schwarzen Richtung negativ. Sodass wir uns hier schon mal merken können, wenn hier nichts gespeichert werden kann, wie beim Wasserschlauch auch, kein Eimer, dann muss auch wieder was so viel rausfließen, wie reinfließt. Oder wir schauen uns eine Masche an. Da haben wir einzelne Widerstände hier, bei denen eine Quelle vielleicht vorhanden ist und dann über denen allen eine Spannung abfällt. So, und diese Spannung hier nehmen wir in der Regel als Quelle so an, nehmen wir auch mit UQ an, so bezeichnen die als 1 bis 4. Naja, und wenn wir einmal hier rumlaufen, dann kommen wir wieder an genau derselben Stelle raus. Also ein kompletter Umlauf bringt uns bzw. einen Ladungsträger wieder an genau dieselbe Stelle und er würde nochmal rumlaufen. Das heißt also, in der Summe ist leider dann nichts geschehen und hier müsste auch die Summe all dieser Dinge zusammen dann wieder 0 ergeben. Wenn wir uns das mal kurz in einer Animation anschauen, die ich hier vom Paul Falstad rüberlade. Na, dann stellen wir ja fest, wir haben hier eine Quelle mit 5 Volt. Das ist die unten, die jetzt hier gerade aufleuchtet. Da, man sieht sie jetzt. So, und 5 Volt, naja, das sind 3,3 zum Beispiel da, plus 1,67, das wäre der. Wir würden also diese Masche hier durchlaufen. Oder wir könnten auch diese Masche größer laufen, das wäre die. Also das, das und das zusammen ergibt wieder 3,3 plus 1,67 ist 5 Volt. Oder auch die Spannung hier muss gleich die Spannung dort sein. Wir sehen es an dem, was blau aufleuchtet, denn wir laufen hier eine kleine Masche herum. Der Strom ist hier schön animiert. Wir sehen mit hoher Geschwindigkeit hier vorne. Da sind es rechts abgelesen 33,33 Milliampere. Und der teilt sich auf in die zwei Hälften. Hier nämlich 16,67 mA in dem und 16,67 mA in dem hier. Und in der Summe sind es dann auch hier unten wieder 33,3 mA. Wir könnten das ein wenig steuern, indem wir diesen Widerstand hier beispielsweise leicht verändern und mal keinen oder viel Strom da durchlaufen lassen, indem wir den Widerstand klein machen. Oder wir können ihn auch zur größeren Strombremse machen. Um das Ganze noch einmal kurz zusammenzufassen, was hier vorliegt für den Knotensatz, haben wir dann eben an einem Knoten dieses in Formeln ausgedrückt und an einer Masche diese Formel, die letztlich nur auf schlau das sagt, was wir eben schon einigermaßen grafisch verstanden haben. Herzlichen Dank.